Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Verbesserung von City Skylines. Und die Stadt, sie erwacht so langsam aus dem Morgengrauen. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall schon dicke Hochhäuser, auf jeden Fall, die hier gerade entstehen entlang unseres neuen Wohngebietes. Das heißt, unsere Bevölkerung ist allerdings noch auf einem relativ normalen Stand. Wir wollen jetzt allerdings nochmal ein bisschen gucken. Wir haben auf jeden Fall vom Traffic Flow her das ein oder andere Problem auf jeden Fall. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie ein bisschen beigehen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier hinten haben wir erstmal auf jeden Fall ein Problem. Das bedeutet, das kriegen wir aber relativ einfach gefixt, indem wir hier auf jeden Fall mal eine Hauptstraße draus machen. Hier auf jeden Fall eine Vorfahrtsstraße. Und damit sollte dieses Problem definitiv schon mal behoben sein. Ne? Das heißt, der hier dürfte eigentlich nicht mehr warten. Dürfte eigentlich auch keine Wartezeit eigentlich sein. Das heißt, da müssen wir nochmal gucken, dass wir da nochmal vielleicht was machen. So, das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Ja. Okay. Das sollte das Problem schon behoben haben. Dann haben wir hier definitiv noch ein Problem. Bedeutet, hier müssen wir einmal beigehen und einmal auf jeden Fall upgraden auf unsere ihre Autobahn. So, das heißt, wir haben hier jetzt hier rein unsere vierer Autobahn und wollen hier nochmal jetzt ganz gerne einmal entsprechend markieren. Das bedeutet, das hier geht hierhin, das hier geht hierhin. Das hier geht dahin, das hier geht dahin und das hier geht einmal hier hin. Und damit haben wir auf jeden Fall auch diesen Traffic Flow eigentlich gelöst. Naja, nicht so richtig. Weil wir hier halt natürlich entsprechend noch das Problem haben. Weil wir hier nicht richtig rauskommen. Sagen. Ja gut, da müsste man sich jetzt hier nochmal Gedanken machen, wie man das auch nochmal besser lösen kann. Aber es ist zumindest... Ah ja, okay. Das gibt einen massiven Rückstau hier nach hinten. Das gibt einen ordentlichen Rückstau. Einen massiven Rückstau sogar bis nach hier hinten. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und das heißt, die gesamte Autobahn ist dicht eigentlich. Das ist nicht gut. Das ist die gesamte Autobahn dicht. Cheat. Oh nein, der Bahnhof steht in Flammen. Oh Gott. Das habe ich jetzt Glück. Haben wir Glück gehabt. Eine kleine Idee. Ich glaube, ich habe eine so eine kleine Idee, habe ich auf jeden Fall. Wir müssen das ja immer ganz, ganz logisch sehen. Die KI ist ja eigentlich, was den Verkehr angeht, erstmal relativ dumm. Ne? Wir können einmal hier so eine Linie rausziehen. Wir können einmal hier vielleicht auch noch so eine Linie rausziehen und können das Ganze einmal versuchen zu verbinden mit einer doppelten Linie. So, und verbinden das Ganze einmal auf jeden Fall entsprechend hier entlang. Ja. Leute, wir haben jetzt einmal so, das heißt, dort gehen auf jeden Fall schon mal ein paar mehr Fahrzeuge auch direkt drauf auf diese Linie und kommen hier entsprechend halt auch einmal an. Das heißt, das hat auf jeden Fall schon mal zumindest zu dem Effekt geführt, den ich mir vorgestellt habe. So, allerdings. So, jetzt muss die KI natürlich entscheiden. Wir haben jetzt hier einmal das Ganze. Das bedeutet, wir haben jetzt... Ja gut, das ist ja okay halt. Ne? Das heißt, wir haben ja hier unsere kurze Autobahnausfahrt, die halt natürlich wieder Stau verursacht. Das ist natürlich wieder klar. Aber das ist erstmal auch kein Problem. Das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie gelöst.
Indem wir jetzt hier zum Beispiel sagen, verbinden einmal nach hier und einmal nach hier und einmal nach hier. So, das bedeutet, wir haben jetzt definitiv das hier schon mal gelöst. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall hier nochmal beigehen und hier nochmal sagen, okay, gut, wir haben hier was auf Lane. Wollen alle nach, dann nach links oder was? Oder wie war das da gewesen? So, nur diese Lane, diese einen Lane sind konfiguriert. Achso, okay. So, das bedeutet, wir können ja mal gucken, dass wir einmal... Staut es sich immer noch so stark? Nee, nicht ganz. Aber wir haben auf jeden Fall, wir haben das Ganze schon mal ein bisschen entzerrt auf jeden Fall. Nicht ganz zu 100%, aber auf jeden Fall schon mal etwas. So, das bedeutet, wir können jetzt hier einmal sagen, okay, wir wollen einmal definitiv, dass die einmal auf diese Lane gehen. Einmal auch auf diese Lane, also dass diese beiden Lanes definitiv mal besetzt sind. So, das heißt, wir können hier einmal sagen, die sollen einmal auf diese Lane gehen und einmal auf diese Lane hier. Und dann haben wir hier trotzdem noch einen massiven Rückstau, aber das kriegen wir auch noch hin. So, das heißt, wir haben hier einmal der hier, also einmal hier hin. Ja, so ein totales Verkehrschaos hier. Achso, warte mal. Nee, das macht gerade keinen Sinn. Deswegen nehmen wir das hier nochmal weg. Und hier hin. Nehmen diese Lane und gehen hier hin. Nehmen diese Lane hier auch nochmal weg und gehen hier hin. Und nehmen die Lane und gehen hier hin. So, das heißt, diese beiden können hier auf jeden Fall die ganze Zeit eigentlich jetzt schon mal fahren. Haben allerdings hier noch den Clou, dass wir hier einmal dahin verbinden müssen. Dahin einmal. Okay, wir haben wieder keinen Strom. Wo haben wir keinen Strom? Naja, wir haben eigentlich genügend Strom. Nur da ist kein Strom. So, das heißt, okay, jetzt gehen wir nochmal dabei weiter. Das heißt, wir haben hier eine volle Straße. Ja. Okay, so, jetzt müssen wir hier natürlich auch nochmal beigehen. Das bedeutet, wir haben hier den hier. Zack. 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 Und eigentlich müsste das jetzt funktionieren. Aber wir haben hier einen massiven Rückstau jetzt momentan. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt hier unten, so haben wir da unten nochmal irgendwie was. Wäre vielleicht auch nochmal wichtig zu klären, dass wir das wirklich einmal als Hauptstraße deklarieren.
Aber es staut sich halt natürlich dann auch entsprechend hier rein noch. Das kommt ja dann auch noch mit dazu. Aber der Rückstau ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr ganz so stark, muss man sagen. Ne? Das heißt, das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Wir können jetzt allerdings halt natürlich auch nochmal sagen, dass wir hier in unterschiedlichen Abständen gerne meinetwegen hier nochmal eine Lane hier reinziehen. Und meinetwegen auch gerne hier nochmal eine Lane reinziehen. Und wir das Ganze mal auf eine, nennen wir es einfach mal, Vierer Autobahn erhöhen, das Ganze. Das bedeutet, wir haben jetzt hier unsere Autobahn. Okay, nehmen wir das einfach mal weg. Naja, das sieht hässlich aus. Sieht alles hässlich aus. Gefällt mir alles noch nicht. So, warte mal. Dann machen wir das nochmal neu. Komplett. Einmal neu. So, das sieht schon mal besser aus. Okay, so, dann können wir hier einmal sagen, zack, und wir gehen einmal mit unserer Autobahn-Lane, gehen wir einmal auf. Das heißt, wir müssen das Ganze doch nochmal überarbeiten, aber das heißt, auch gut schon gesagt, das ist alles so ein bisschen ein bisschen Friemelarbeit da auf jeden Fall. Aber das heißt, der kann ja hier erstmal die Lane sich beanspruchen, wie er haben möchte. Das ist erstmal okay. So, dann haben wir hier nochmal das auch nochmal. So, dann gucken wir mal, wie wir das jetzt am besten machen. So, das bedeutet, wir wollen ja jetzt einmal macht ja halt sonst keinen Sinn halt, ne? Sonst haben wir da wieder einen Rückstau. So, das bedeutet, wir haben jetzt hier erstmal eine bei der Autobahnlinie. Da müssen wir einmal beigehen und einmal das aufbauen. Weil das, weiß ich nicht, entscheidend. Hier haben wir ja noch gar nicht so viel an Straße. Ich mach's lieber einmal. So, die Stadt wächst auf jeden Fall noch. Das sehe ich gerade rechts unten. Das ist schon mal gut. Ich halt gerade halt diese Verkehrsmaßnahmen, die bringen halt meistens immer auch echt viel, sonst der Verkehr halt massiv stockt, halt natürlich echt abfuck. Und jetzt müssen wir hier natürlich nochmal upgraden, das Ganze. Genau, und das ist nämlich das Ding, was ich haben wollte. Nämlich, dass wir jetzt hier doch nochmal eine Autobahn rausbauen. Und das Ganze hier mit einer Vierer-Lane halt ganz einfach verbinden. Und das bedeutet, wir müssen doch nochmal alles nochmal neu setzen. So, das bedeutet, wir haben jetzt hier diese
Spielroller hingesetzt. Wir müssen einmal nur hier hinsetzen, da hinsetzen, da hinsetzen, da hinsetzen. Weil sonst, wie schon gesagt, sonst fließt der Verkehr halt natürlich nicht. So. Oder die wollen jetzt natürlich alle im letzten Drittel, wollen die natürlich hier nochmal die Lane switchen. Machen wir aber an der Stelle erstmal nicht. Das unterbinden wir jetzt damit. Und hier, das ist das letzte Drittel, wo sie die Lane nochmal switchen wollen. Das passiert aber nicht.